So, hallo hier im Teil 2. Im ersten Teil haben wir hier uns die Spannung UR, UCI berechnet. Und jetzt geht es hier weiter ins Zeigerdiagramm. Wie zeichne ich jetzt hier dieses Zeigerdiagramm? Und dazu muss ich mir hier noch, um das einfacher zu zeichnen, hier mir den Betrag und die jeweilige Phase mir errechnen. Ja, wie funktioniert das? Fassen wir mal hier mit dem UR. Starten wir hier. Zuerst brauchen wir wieder den Betrag. Betrag ist hier 2, also Realteil ins Quadrat plus Imaginärteil ins Quadrat und die Wurzel davon gibt hier 4, 16, Wurzel 20. Wurzel 20 umgerechnet ergibt mir 4,47 Volt. So, jetzt brauche ich hier noch die Phase. Wie berechne ich hier die Phase? Arcus Tangens von Imaginärteil durch den sogenannten Realteil. Also ich schreibe es nochmal hin, Arcus Tangens von Imaginär durch Real gibt Arc Tangens von 4 durch 2 und das ergibt hier die 63 Grad. Ja, lassen wir mal einfach hier so stehen. 63 Grad, das ist hier unser UR. Jetzt brauchen wir unser UC. Unser UC läuft ähnlich ab, 8 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat, also 64 plus 16 ergibt hier 64 plus 16 und die Wurzel davon gibt 8,94 Volt und IJ, jetzt brauchen wir hier noch wieder den Arc Tangens, wie schon gesagt, imaginär. Jetzt aber hier beachten mit diesem Minus, was ich habe, also 4 durch 8, das Minus hier beachten, also das bedeutet 4 geteilt durch 8. Ergibt mir hier 26, ja, machen wir 27 Grad. Aber hier, weil ich hier ein Minus habe, brauche ich hier auch ein Minus, also 27 Grad negativ. Das ist hier mein UC. Jetzt geht es hier weiter mit meinem I. Betrag hier, also hier Wurzel, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. 0,4 ins Quadrat plus 0,08 ins Quadrat. Ergibt hier mein 0,089 Ampere und jetzt wird die Phase wieder berechnet. 0,08 geteilt durch 0,04 ergibt mir hier 63 Grad. So, jetzt haben wir das hier berechnet. Wie gesagt, der Taschenrechner könnte es auch komplex, aber ich will es euch hier mal einfach zeigen, wie man es ohne Taschenrechner sowas berechnen kann. Also mit normalen Taschenrechner. Jetzt haben wir das. Jetzt geht es hier in unser Zeigerdiagramm rein. Imaginär real. So, zuerst mal hier unsere Eingangsspannung hier. Wups. Machen wir jetzt hier so mit U. Unsere 10 Volt. Jetzt UR. 4,4 Volt. Mit 63 Grad. Also hier irgendwie so rauf. Das ist hier unser UR. Ist der da. Jetzt hier unser UC. UC haben 8,4 Volt, aber minus 27 Grad. Also sowas hier. Also ist hier unser UC, hier mit 27 Grad, hier mit 63 Grad. Jo. Und jetzt hier der Strom noch. Strom machen wir hier zum Schluss wieder rot. Also der ist hier auch, geht irgendwie hier so rauf. Und zwar mit 63 Grad, das ist hier unser Strom. Und Leute, was ist jetzt cool? 63 und 27 ergibt zusammen 90, richtig. Und ihr seht, zwischen UC und dem Strom, der durchfließt, Phasenverschiebung 90 Grad, wird erfüllt, passt. Und was noch? Beim Widerstand ist Strom und Spannung gleichphasig. Ja, ein Widerstand macht ja auch keine Phasenverschiebung. Das ist auch schon mal perfekt. Ja, jetzt noch zum Schluss. Wenn ich sage, Maschenregel U ist gleich UR plus UC. Muss ja wieder 10 Volt hier ergeben. Und was ist UR? UR ist ja 2 Volt plus J 4 Volt plus UC ist hier 8 Volt minus J 4 Volt. Und ihr seht, minus J plus J geht weg und zusammen habt ihr hier wieder 10 Volt. 10 Volt ist gleich und ihr seht, Maschenregel ist wieder erfüllt. Ja Leute, das war hier der RC-Stromkreis. Spannung und Ströme berechnen. Hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, würde ich mich hier oben über einen Daumen hoch freuen von dir. Hier geht es zu einem weiteren coolen, interessanten Video. Und ja,
Danke fürs Zusehen, hier oben abonnieren, Dankeschön, auf Wiedersehen, dein Alexander, wie immer hier aktuell. 5 Minuten, tschüss!